Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt. Der Texter dieses bekannten und beliebten modernen geistlichen Liedes, Kurt Krahl, spricht auch das sogenannte Rosenwunder an, das mit der heiligen Elisabeth von Thüringen zu tun hat und die heute im Mittelpunkt meiner Betrachtungen stehen wird. Die Legende besagt, als Elisabeth eines Tages von der Burg aus in die Stadt ging, um den Armen Brot zu geben, was ihr von ihrer Schwiegermutter und vor allem ihrem Schwager unter Strafe verboten wurde, trifft sie die Mutter ihres Mannes, in anderen Versionen ihren Mann selbst. Das aber ist eher unwahrscheinlich, weil diese ihre Aktivität nicht verboten hatte. Das einzige Wort, das von ihm überliefert ist, als Antwort auf die Klagen über ihre Freizügigkeit gegenüber den Armen, lautet: Wenn sie mir nur die Wartburg nicht verschenkt, bin ich wohl zufrieden. Es war also wohl die Schwiegermutter, die sie getroffen hat. Und diese Schwiegermutter verachtet nun ihre Barmherzigkeit und will ihr eine Falle stellen. Auf die Frage, was sie in dem Korb habe, den sie bei sich trägt, antwortet Elisabeth, es seien Rosen im Korb. Ihre Schwiegermutter bittet sie, das Tuch zu heben, um diese wunderbaren Rosen sehen zu können. Wohl oder übel muss Elisabeth das Tuch heben. Und im Korb sieht die Schwiegermutter nur Rosen. Nun, diese Legende passt auf jeden Fall zum Leben der heiligen Elisabeth auf der Wartburg. Ihre ganze Liebe und Zuwendung galt neben ihrer Familie den Armen. Sie stieg regelmäßig von der Wartburg den Sitz der Familie hinab, um sich persönlich um die Bedürftigen zu kümmern. Sie sehen nun am dritten Fenster auf der Nordseite der Kammerberger Kirche unsere Elisabeth, wie sie einen Bettler segnet. Im Hintergrund die Wartburg. Es war vor allem im Hungerjahr 1226, wo sie die Armen speiste. Wegen dieses unhöfischen Lebens war sie ständig Angriffen von Seiten des Adels ausgesetzt, mit drastischen Folgen für ihr Leben, wie noch berichtet wird. Lasse nun ihr Leben etwas Revue passieren. Elisabeth von Thüringen, 1207 als Tochter des Königs Andreas II. Von Ungarn und der Gertrud von Andex geboren. Übrigens war die heilige Hedwig eine Tante von Elisabeth. Wurde leider schon als Baby mit einem Jahr aus politischen Gründen, wie es damals üblich war, dem späteren Landgrafen Ludwig IV. Von Thüringen verlobt. Mit 4 Jahren kam sie auf die Wartburg, wo sie von der Landgräfin Sophie, ihrer späteren Schwiegermutter, erzogen wurde. Mit 14 Jahren schon, 1221, wurde geheiratet. Die Ehe zwischen Elisabeth und Ludwig soll glücklich gewesen sein. 3 Kinder hatte das Paar. Doch bereits nach 6 Jahren Ehe wurde Elisabeth Witwe, weil ihr Gemahl Ludwig beim Kreuzzug Kaiser Friedrich II. Am 11. Juli 1227 in Italien ums Leben kam. Man sagt, Elisabeth habe ihren Mann beim Aufbruch in den Krieg 2 Tage lang begleitet, weil sie sich von ihm nicht trennen wollte. Der Tod traf sie sehr hart. Sie soll gesagt haben, Tod. Tod soll mir nun aller Welt Freude und Ehre sein. 19 Jahre war sie da erst alt. Ihr Schwager Heinrich Rasbeck, der sie und ihre mildtätige Art nicht ausstehen konnte, beraubte sie all ihres Erbes.
Sie musste die Wartburg verlassen und geriet in große Not. Denn der neue Herrscher in Thüringen, eben ihr Schwager Heinrich Raspe, hatte sie vor die Wahl gestellt, sich den höfischen Sitten anzupassen, das heißt aufzuhören, die Armen zu versorgen, oder zu gehen. Sie zögerte nicht und ging, ihres gesamten mittleren Gutes beraubt. Mit Hilfe einer Abfindung, die Heinrich Raspe auf Drängen ihrer Verwandten, ihres Beichtvaters Konrad von Marburg bezahlen musste, gründete die erst 20-Jährige in Marburg-Essen ein Spital, in dem sie jene Kranke pflegte, die kein anderes Krankenhaus aufnehmen wollte. Ein unverständlicher Zug in ihrem Leben, der sonst aufopfernden Christus und Nächstenliebe, aber war die Tatsache, dass sie ihre Kinder weggab und auf Raten ihres schon erwähnten Beichtvaters Konrad von Marburg als Tertiarin in den Franziskanerorden eintrat. In völliger Selbstaufgabe widmete sie sich in den folgenden 3 Jahren bis zu ihrem Tod Werken der Nächstenliebe. Ja, sie folgte ihrer Lebensaufgabe, den Einsatz für die Armen und Kranken konsequent. Da ist sie wahrlich ein Vorbild und eine Heilige bewundernswert. Was uns heute aber zu denken gibt, ist dagegen eine geringe Selbstachtung. Ihr Wunsch war es, wie Christus das Kreuz der Leiden und Selbsterniedrigung zu tragen. Darin bestärkt vom manchmal etwas psychopathisch wirkenden Beichtvater. Liebe Gott und den Nächsten, ja, das tat sie. Sie sah in den geringsten Jesu Antlitz, treu dem Motto des Evangeliums vom heutigen Christkönigssonntag, was ihr dem geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber Jesus sprach auch, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Das dich selbst lieben, das vernachlässigte sie stark. Wie auch der andere Heilige, der zu ihrer Zeit lebte, Franz von Assisi. Er sprach von seinem Körper als Bruder Esel, den es zu schlagen galt. Dabei wird dann deutlich, dass nicht alles, was ein Heiliger oder eine Heilige getan oder auch schriftlich von sich gegeben hat, nachahmungswert ist. Wir müssen unseren Weg selbst gehen, den eigenen Weg finden. Wir können Heilige dabei als Impulsgeber verstehen, doch niemals dürfen wir sie eins zu eins nachahmen. Hier gilt es dem paulinischen Motto zu folgen, der im ersten Brief an die Thessaloniker im 5. Kapitel im Vers 21 geschrieben steht. Prüft alles und behaltet das Gute. Und ich füge hinzu, nur das Gute, das, was wir als wahrhaft gut und richtig erkannt haben. Schließen möchte ich meine Betrachtungen mit einem überlieferten Gedanken von Elisabeth von Thüringen. Wir sind wie ein Schilf, das am Flussufer wächst. Schwillt der Fluss, so bewegt sich das Schilf. Sinkt das Wasser, so richtet es sich wieder empor und wächst in seiner Kraft fröhlich und erquickt weiter. So müssen auch wir uns bisweilen beugen und demütigen, uns dann froh und erquickt wieder aufzurichten. Ihnen allen, liebe Zuseher, wünsche ich einen schönen Tag, ein gesegnetes Wochenende.